So, deutsche Beats, die weltweit erfolgreichsten Hits auf Deutsch, aus Deutschland. Nena war ja eine der Favoritinnen für unseren ersten Platz. Geschafft haben es aber andere. Eine Autobahnfahrt von Köln nach Bonn inspiriert die Musiker von Kraftwerk zu diesem Titel. 1974 schafft die Düsseldorfer Gruppe mit dem Song Autobahn und dem gleichnamigen Album ihren ersten Welthit. Es ist die Geburtsstunde des Elektropop. Ja, Professor. Das ist es, oder? Das ist das Gerät, mit dem man dieses Autobahn machen kann. Genau, es ist ein Gerät, was diesen Effekt ganz genau wunderbar nachmachen kann. Lass mal hören. Perfekt, lass mal hören. Ne? Genau, also, wenn wir jetzt mal ganz still sind und ich würde nur eine Taste drücken, passiert gar nichts. Ja. Aber wenn ich das jetzt mit der Stimme, wie wir so schön sagen, triggere, dann passiert Folgendes. Autobahn. Das ist es, das ja, absolute Original. Ich dachte ja zuerst, das wäre unser Studiomikro, aber das gehört so, ja? Ja, das gehört heutzutage so. Das war damals ein unglaublicher Effekt. Die Elektroniker der 50er, 60er hatten solche Geräte bereits entwickelt. Und es heißt Vocoder, also diese Funktion. Vocoder-Funktion. Und im Studio bei Bonn, deswegen sind die auch auf der Autobahn von Köln nach Bonn, wahrscheinlich von Düsseldorf nach Köln nach Bonn gefahren, haben sie diesen Effekt dort im Studio bei Bonn kennengelernt und haben es dann zum ersten Mal, wie es auch gerade ausdrücklich hieß, in einem ganz schlichten Popsong eingesetzt. Das kannte man in dieser Kombination so noch nicht. Hat dich das überrascht, dass es die Nummer eins ist? Nein, wir waren alle damals total beeindruckt. Es war unglaublich mitreißend. Die setzen ich sogar jetzt heute bei unserer Hätte ich auch andere Titel erwartet, ja? Nein, schon beeindruckend. Aber was hättest du erwartet? Ich dachte mehr an Nena. Ich war ja sowieso immer ursprünglich der Meinung, dass sie da die ganz Bekannte ist. Aber Kraftwerk gehören definitiv zu den Pionieren, die auch ganz viel in Bewegung gesetzt haben. Und ich habe den Eindruck, es freut dich auch, dass sie so Nummer 1 sind. Das ist wirklich German Beat. Sehr schön. Okay, vielen Dank fürs Kommen, Max, Professor Pop, für heute zumindest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und jetzt gibt es natürlich noch zum Schluss einmal Autobahn von Kraftwerk. Der erfolgreichste deutschsprachige Hit weltweit.